Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Dieter, bei vielen auch als Destiny-Opa bekannt. Melde mich auch wieder mit Destiny 2. Und zwar geht's ja mit der Quest in den Tiefen weiter oder in die Tiefen weiter. Man kann ja immer nur eine gewisse Anzahl von Aufgaben machen und dann muss man wieder eine Woche warten. Und wir sind ja eine Woche weiter. Wir haben jetzt, wo ich das aufnehme, Mittwoch 13 Uhr, den 7.6. Ich wollte das eigentlich gestern schon machen, am Dienstag, am 6.6., weil da ja auch die Zurücksetzung war. Aber weil ich ja gestern in der Handchirurgie war, in Bielefeld, in der Klinik, zum Vorgespräch wegen meinem OP-Termin, wegen dem Finger, man kann es hier sehen. Also der Nagel, der ist echt übel gewuchert. Und wie gesagt, das liegt daran, dass hier hinten drinne ein Tumor drin ist, das nennt sich Plattenepithelkarzinom und der hat sich halt im Nagelbett eingenistet und den Nagel dadurch verformt beziehungsweise lässt ihn unkontrolliert wachsen, so ganz komisch. Jetzt muss ich 1,5 bis 4 Wochen warten, bis ich den Termin bekomme. Ich bekomme den Termin per Post zugeschickt und ja, ich halte euch aber auf den Laufenden. Ich werde euch dann auch mitteilen, wenn ich den Termin habe, dass ich meinen OP-Termin habe, nur nicht wann. Also nicht, dass dann da auf einmal in Bielefeld irgendwer in der Klinik steht und hey, hallo Bayun. Ich meine, klar, wäre natürlich auch nice, aber nein, muss nicht unbedingt sein. Und das wollen wir nicht riskieren. So, ich muss mit dem Holo-Projektor sprechen und ja, dann geht die Quest weiter. Aber bevor wir da hinkommen, für euch natürlich dieser hier. Ja, und wer mich kennt, der weiß, dass das kommt und das da hinten. Hey, 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 hallo Leute. Wenn ihr schon mal hier seid, dann könnt ihr auch ruhig ein Abo da lassen. Hier unten ist ja der Abo-Button, wo ihr draufdrücken könnt. Ihr würdet meinem Herrchen dabei helfen und mir dabei auch, weil ich lebe ja schließlich mit meinem Herrchen zusammen. Also wie gesagt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr auch nie wieder ein Video. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, ihr habt meinen Hund gehört. Mein Hund hat immer recht, also hört auf meinen Hund. Und ich denke mal, wir sollten einfach reingehen. Let's go. Deine Mühe zahlt sich aus, Wölfling. Vorausgesetzt natürlich, dass du in der Tiefe lange genug die Luft anhalten kannst. Ich mache mir keine Sorgen um dein Können. Vor allem, wenn Sloane an deiner Seite kämpft. Sie konnte schon immer mehr aushalten, damit andere das nicht müssen. Das Gefühl kenne ich nur zu gut. Als die eisernen Lords fielen, blieb ich zurück, damit die Fackeln weiter brannten und das Banner wehte. Ich ehrte jene, die an der Front starben. Dieser Pfad war einsam. Jahrhunderte vergingen, ohne dass ich mich beklagte. Jetzt begleitet mich eine Legion meiner ehemaligen Feinde. Ich hatte vergessen, wie sich diese Art von Kameradschaft anfühlt. Und ich denke, Sloane geht es auch so. Denk daran, wenn ihr beide in den Tiefen seid. Keine Waffe ist mächtiger als der Soldat, der an deiner Seite steht. Leuchtet ein. Ja, ich würde sagen, gibt's Schlüssel, ja, dann nehmen wir die Dinger hier auch noch an. Geht her, ich habe genug Glimmer. Das war's. So, da täuscht, neue Quest-Aktivität verfügbar. Quest. Schließe die Mission Operation Fulgurit ab. Du kannst sie über das Zielorte-Menü in der Helm starten. Operation Fulgurit. Muss ich hier nochmal ran? Nein. Fulgurit.
Ah ja. Ja, let's go, ne? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Dann machen wir den Humpen mal. Ja, mal gucken, ob ich überhaupt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit Strang machen soll oder mit Leere. Ach scheiße, ich bleib mal mit Strang. Einsatztrupp. Hier Operation Fulgurit. Unsere Scans haben ein dichtes Egregora-Korallenriff in bisher unbekannter Tiefe entdeckt. So gewaltig, dass es das Interesse eines besessenen Ritters und seiner Lakaien geweckt hat. Besessene. Die senden besessenen Energie aus, die unsere Ausbeute verseucht. Okay. Du hast nichts dagegen, wenn ich ab hier übernehme, oder? Big Blue? Gut. Wir gehen da runter und nehmen die Besessenen aus. Wuhu! Das wird ein Heldenspaß. Genau. Wenn er dort sagt, darf ich jetzt mal landen? Gracias. Okay. Wenn du noch einmal die Autorität des Commanders untergräbst, schieße ich dich vom Dach der Arkologie bis zum Neptun. Das bisschen Geplänkel lockt dich wieder an die Oberfläche? Auf dem Meeresgrund fühlst du dich doch bestimmt wie zu Hause. Oder, Chef? Deputy Okay. Commander. Habt ihr irgendwas Mach Riesiges dich weg. aufgelauert, als du da unten warst? Der Gibt's Meeresgrund hier auch bietet viel versteckte Schutz. Sachen? Besonders ohne Arsa. Sei nicht so negativ. Freie Flächen. Kuschelige lange Nudel. Wie hast du geschlafen? Wie ein Lamm in einer Ja, ich muss Powerbank. hier einfach durch. Bleib bei der Sache und Oh, nimm hier ist sie ein nicht zu hoch. Tor. Okay, und was kriegen wir? Granatenschaden. Energiewaffen. Und erhöht die Regeneration der passiven Spezialmunition. Aber das heißt ja, ich müsste hier eine Waffe reinmachen, die Spezialmunition verschießt. Nee, komm, ich lass das so. Ich gehe mal auf den scheiß Granatending. Ich hätte jetzt auch das mit den Spezialwaffen-Dings da Bumster machen können, aber. Warte mal. Da geht's rein und da geht's rein. Okay. Egal, wo du reingehst. Holy moly. Tidang. Oh, jetzt muss ich nur gucken. Da ist er. Was ist hier? Ist hier irgendwo was? Hallo? Nö. Lass das mit dem Druck, ja? Ich muss da rein. Aber Irgendwelche weißt du, Korallen? seit du dir dein Gurtzeug umgeschnallt hast und in der Tiefe verschwunden bist, frag ich mich, bereust du's? Hast du Angst, du packst es nicht? Soweit ich Hier ist weiß, bist du nichts. ein Überlebenskünstler. Ich Nein, habe nein, immer die nein. Beine Oh, in die egal. Hände genommen, wenn du das meinst. Aber du stellst dich. Der. Naja, dann nicht. Muss gerade Warum selbst das mit denn? einer Eine dummen Lampe. Entscheidung klarkommen. Hab mich mitreißen lassen. Also sei ehrlich. Bereust du's? In den Ah, da ist Unterlagen, er. wer vorruht, wirst du nicht gerade Gib als Helden her. dargestellt. Gibt's Du hier könntest es irgendwas? bereuen, was du nicht Irgendwie sagst. Korallen oder so? Noch was für mein Aquarium? Nicht? Die alten Lumpen. Boah, dieses langsame Bewegen, ne, das triggert mich so. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte der versteckten Sachen gar nicht gesehen oder nicht gefunden. Okay. Das sieht schon mal komisch aus. Dann wollen wir mal gucken. Tsunameter wird eingesetzt. Das gesamte Riff ist kontaminiert.
dumm. Okay. Hier ist diese Scout-Waffe jetzt. Ja, ist effektiv für die Kleinen. Auf jeden Fall. Das muss ich mir holen. Und wo muss das hin? Ah, da rein. Macht euch weg. Oh, was du hier gut machen kannst. Achso. Ah, ich hab's nicht gefangen. Scheiße. Okay. Kann passieren. Ach, okay. Ich kann die immer in die selbe auch reinklatschen. Das ist gut. Komm her, du. Getötet werden, sich erheben, trinken und verschütten. In diesem Konflikt findest du dein Zuhause. Stopp, stopp, das reicht. Mach dich weg. Also so in der Mission ist das hier ja relativ einfach. Steckt er sich. Naja, egal. Ich glaube nicht, dass der mir gefährlich wird. Ich habe eine korrumpierte Koralle. Ach so, das sind diese Dinger. Macht das was aus, wenn ich die woanders reinmache? Nö, ne? Ich glaube nicht. Komm her, ich mach mal einen auf diesen. Ja. Oh, der war perfekt. Oh shit. Ich mag dich nicht. Ich brauch das hier. Haut ab. Ihr seid fürchterlich. Ah, hier hätte ich. Hier hätte ich auch geschillt eine andere Waffe nehmen können, so eine Pistole oder so. Hätte bestimmt auch Spaß gemacht. Really? So klar. Ich weiß, ich kann das schneller. Ja, ist doch gut. Hä? Ach, ich hab die Dings noch nicht. Also hierfür ist die Osteo echt gut. Was heißt hierfür? Ey, die Osteo kannst du in so vielen Bereichen nehmen. Das macht nichts aus. Naja, dann nicht. Zielen, nicht schielen. Ein Unterwürfiger. Ja, natürlich. Versteckt euch. Ihr Schisser. Mach dich weg. Oh, shit. Doch geschafft. Ich dachte, ich habe jetzt daneben geworfen. Ja. Ist das die letzte? Ja. Ja, war die letzte. Und nur? Ich musste mich gerade mit einem kolossalen besessenen Ritter anlegen. Ehrlich? Und er ist mir immer noch auf den Fersen. Ich komme. Ich schenke ihn ab. Warte mal. Er ist weg. Der Ritter kommt auf dich zu, Held. Stell dich auf einen Showdown ein. Okay. Ach. Man kommt immer in diese Arena rein. Immer wieder. Und hier, wie gesagt, dieses Ding hatte ich schon, aber.
diese anderen Teile. Ich bleib auf Strang. Ich hätte auch Leere nehmen können, aber ich bleib auf Strang. Guten Tag. Mal gucken, welcher mich da jetzt erwartet und ob ich den auch so gut kriegen kann. Mal sehen. Ich werde es ja sehen. Wo ist er? Ah, da unten läuft er schon. Ist er das? Jo. Irgendwas sagt mir, dass ich vor dem Ritter gar nicht so große Angst haben muss. Gut, die Mission ist immer einfacher, als wenn du nachher in die Tiefe gehst. Das ist mir bei der letzten Mission auf jeden Fall aufgefallen, wo die Hexe da war. Okay, er ist geschützt. Ich muss ein bisschen auf meine Lebensanzeige achten, weil ich neige immer dazu, die mit einem Zweck machen zu wollen und dann passiert mir sowas hier. Okay, ich habe mich gut aus der Affäre gezogen. Ich hätte auch dran sterben. Ach ja, ich muss darüber. Ich mach euch mal weg, weil ich muss dahin. Kurzdistanzberger. Mach dich weg. Ich mag dich nicht. Nix da, Leute. Ihr wollt mich, ne? Okay, das geht ein bisschen besser. Auferstandene Kämpfe bis in alle Ewigkeit. Okay, und wieder geschützt. Mach dich weg, doofe Hexe. Ja, gut. Ich dachte erst, ich treffe dich nicht. Ja, gut, den treffe ich dich. Ach, ich gehe da runter. Die kann mir doch sowieso nichts. Nein! Stopp! Oh, Alter. Hallo. No way. No way, dass ich das wieder rausgeschafft habe. Alter, ich habe mich tot gesehen. Leute. Da habe ich noch mal mehr Schwein gehabt. Ein Stück. Ich mag dich nicht. Und euch auch nicht. Oh, ja, da hinten. Let's go. Ach, weißt du was? Hallo? Das darf nicht passieren. Nein? Ich will das nicht.
Ich hab da ein bisschen. Alter. Besiege alle einzigartigen Bosse. Okay, haben wir das auch abgeschlossen? Ich würde sagen, perfekt. Nicht gestorben. Der hätte weiterrennen sollen. Schau ihn dir an. Komplett erledigt. Nun, wenn du die Verstärkung nicht brauchtest, hätte ich mir den Wagenkrampf ersparen können. Ja, nice. Haben wir das? Perfekt erledigt. Klingt doch gar nicht so schlecht. Mal schauen, was sie für uns hat. Siehst du, es gefällt dir. Ja. Aber ich muss auch nicht weiter dein Gelaber hören. Tauchgang muss ich machen, aber die Mission, die habe ich jetzt erledigt und jetzt noch den Tauchgang hier in das Video reinpacken, das wäre mir zu viel. Guck mal, wir sind jetzt bei 21 Minuten und 20 Sekunden. Und ich denke, das reicht. Ich werde jetzt einmal gucken am Projektor. Oder war das gleich? Nee, ich kann gleich einen Tauchgang abschließen. Ah, okay. Ich habe immer noch nicht alles aus Woche 1 voll. Okay. Das leicht zu machen noch. Das auch. Ja, Gambit. Mach's dir selbst. Ich mag Gambit nicht. Ich mochte Gambit noch nie. Ja, gut. Dann haben wir das erstmal erledigt. Also ich muss jetzt hier nicht mehr mit irgendwen sprechen. Und habe nur noch den Tauchgang. Ja, okay. Passt. Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Was heißt kleine Video? 22 Minuten. Das Video mit der Mission gefallen. War echt easy. Also das war... Ja, ich war zwar einmal kurz vorm Sterben, wo ich da den Abgrund, aber ich habe mich echt gut aus der Affäre gerettet. Leute, ich danke euch, dass ihr das Video geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr euch das Video angucken werdet. Und ich hoffe, ihr seid auch in meinem nächsten Video wieder dabei, wenn der Destiny-Opa sagt, ich bin's wieder, euer Dieter oder auch Destiny-Opa. Haut da rein. Ciao.